Hallo, 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 willkommen zum Server 26 Blätter-Video zum unfassbar genialen Epic-Event. Ich habe einiges an Gold zusammengespart, habe auch noch einige Items, die ich wegschmeißen kann, beziehungsweise verkaufen werde, dafür, dass wir ein bisschen mehr Gold haben. Bitte, Leute, ich warte mal. Ich bekomme schon noch Epic, die ich ins Klo schmeißen kann, von daher werde ich noch etwas warten, bevor ich was ins Klo reinschmeiße. Aber bitte, ich bitte euch wirklich jetzt nicht zu erwarten, dass ich 2 Milliarden Pilze verblättern werde. Wir werden ganz ruhig und ganz normal jetzt ein bisschen rumblättern und mal schauen, was sich dabei so alles ergibt. Sind wir mal gespannt. So, wir fangen an mit den Blättern und zwar klicken wir einfach mal auf neue Ware. Der Pilz ist nicht mehr hier vorhanden. Das bedeutet, wir dürfen das Ganze kostenlos. Das ist ein OP-Sheet, den habe ich nur. Nein, ist irgendwie buggy. Der Pilz ist gerade nicht da und wir fangen mal an. Ja, das war's mit Blättern. Nein. Wir schauen mal, wie viel Epics dann so zustande kommen. Und wie viel Pilze am Ende uns dann doch noch zur Verfügung stehen, um ein bisschen Alu zu spielen. Es ist schon ein bisschen später, die Alu ist fertig, von daher ist das Ganze. Es ist übrigens auch Sonntag. Die letzte Chance, die letzte Möglichkeit, noch zu blättern, bevor das Ganze vorbei ist. Man erkennt das Epic-Event an diesen wunderbaren Kästchen, wo drauf steht Epic. Und im Zauberladen ist hier so eine Schatzkiste, die offen ist. Normalerweise ist sie zu. Hahaha. Ist die normalerweise überhaupt da, die Schatzkiste? Ich weiß es gerade gar nicht. Da muss man mal drauf achten, wenn das Epic-Event abgelaufen ist. Weil normalerweise schaut man auf solche Sachen nicht. Und es läuft auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Da ist das erste Epic 222. Das ist ein Attribute-Epic. Was wir uns auf jeden Fall sofort kaufen werden, denn es ist ziemlich gut. Und es hat auch sehr viel Rüstung. Und leider verlieren wir die Handschuhe des Brotschneiders, die ziemlich cool waren. Like a Wolverine und so. Aber jetzt sind sie leider weg. Naja. Nee, so läuft das Ganze eben. Man kann nicht immer alles in dem Leben haben. Da sind Glücksschuhe, die davon gibt es ein ganzes Set. Also man erkennt, sobald so was Goldenes und was Schwules mit den ganzen Flügeln da hinten dran, das ist alles leider ein Glücksepic. Und ich muss darauf achten, ob das Ganze für Pilze ist oder nicht. Ich habe gerade wieder nicht darauf geachtet, ob das Ganze für Pilze ist. Und hier ist ein Schild. Ein Glücksschild für keine Pilze zum Beispiel. Das würde uns kosten 1, 2, 673.000. Schlagen wir mal zu. Und können das zum Beispiel ins Klo schmeißen. Und darauf müssen wir halt achten. Wir müssen halt die Epics, die wir nicht anziehen würden, aber die wir ins Klo schmeißen würden, müssen wir uns kaufen, dann können wir die ins Klo schmeißen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Denn das Klo muss gefüttert werden. Es ist ein endloses Loch. Ihr kennt das. Ihr spült was runter und ihr werdet es nie wieder in eurem Leben sehen. Ob es euer Haustier war oder der Schiss von gestern Abend, er ist weg. So, wir blättern mal weiter. Ja, es kommen schon mal richtig geile Epics, muss ich sagen. Also bis, ja, wieder Allattribute-Epic. Haben hier kein Allattribute-Epic, aber ja, das ist natürlich wieder hier. Das ist eine harte Nuss. Es ist natürlich hier der Briefkasten des Wortspiels und Englisch, Mail, Panzer, gleich Post, gleich LOL. Das ist halt schon eine Aussage. Wir kaufen das Ding mal trotzdem. Übrigens, das Epic habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Cool. Ne? Das Wort in der deutschen Sprache ist ja voll cool, Mann. Was machen wir jetzt? Wir blättern weiter auf jeden Fall und erhoffen uns ein paar bessere Items. Ich nehme eigentlich jetzt alles, was ich finden kann. Denn wir müssen damit leben. Wir haben nicht die 2 Milliarden, also 2000 Pilze zur Verfügung, sondern nur die, die wir gerade da oben stehen haben. Und da ist ein weiteres Epic 223 und das hat sogar, nein, hat nicht mehr Rüstung. Von daher ist das Ganze okay. Wie viel Rüstung habe ich denn noch? Ich habe noch 50%, das ist ziemlich schön. Wir machen noch ein bisschen weiter zum nächsten Epic und da ist ein Shield. 225. Sehr schön, nehmen wir natürlich jedes Schild natürlich für keine Pilze. Das war mir vorher nicht klar, bevor ich geblättert habe. Letztes Mal, also auf Server, ich habe schon was ins Klo geschmissen. Wann habe ich denn was ins Klo geschmissen? Habe ich in der letzten Aufnahme was ins Klo geschmissen? Oder ist das gerade ein Bug? Ich habe echt schon was ins Klo geschmissen. Oder? Ne, leuchtet das, wenn das was im Klo ist? Oder ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Moment mal eben. Ja, es leuchtet, wenn schon was ins Klo geschmissen wurde. Habe ich jetzt einfach mal so aus purem Reflex in der Aufnahme schon vorher was ins Klo geschmissen? Das wäre nämlich ziemlich fail. Oh, war das dumm. Aber habe ich hier was reingeschmissen? Boah, ich mache schon Sachen. Ist die Wärme. Die vernebelt meinen Kopf. Egal. Weiter wie geblättert. Wir wollen ja Epic sehen und nicht ins Klo reinschmeißen was. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht zu viel Inventarslots mehr haben. Wir können vielleicht etwas bunkern bei unseren ganzen Kollegen im Turm. Das wäre vielleicht möglich. Warum kommt denn hier nichts mehr? Also so eine neue Waffe oder irgendwie sowas in der Art wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, hier ist keine neue Waffe. Hier ist kein Epic. Ist auch kein Epic. Das ist natürlich gerade ein bisschen blöd. Es kommt nicht ganz so viel zustande. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft.
Wir schauen einfach mal im Zauberladen, kaufen uns hier ein paar Tränke raus. Das ist schon mal ziemlich gut. Vielleicht kommen hier ein Trank, schon mal für keine Pilze, sehr schön. Und hier ein Epic. 222, wir haben 229, also brauchen wir das nicht. Was kommt hier hinter? Nichts. Schade, ich dachte ein Epic. Schade. Den Trank brauchen wir auch nicht. Den Trank auch nicht. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich muss auch ein bisschen nebenbei auf mein Gold achten. Ich habe nicht gern zu viel mit meinem Krieger. Hier ist nichts. Nichts. Noch ein Trank. Oh, das ganze schöne Gold. Wo geht das ganze schöne Gold hin? Hier wieder für Pilze. Vielleicht bekommen wir noch einen Trank des ewigen Lebens für keine Pilze. Bin ich mal gespannt. Hier, ich dachte schon, das wäre ein Epic. Ist da aber kein Epic. Hier haben wir natürlich ein unglaublich geiles Epic. Ein BH. Nein, ist kein Epic. Wir sind Zocker. Das ist für uns kein Epic. Weiter geht's. Nichts. Für Pilze. Ein Stärketrank. Ein Glückstrank brauche ich leider nicht. Obwohl ich gerade ziemlich viel Glück gebrauchen könnte, aber ja, da ist es mal wieder verhext hier. Das läuft ja wieder hier wie am Schnürchen. Ich bekomme mal wieder gar nichts an Epics, wie immer. Also zurzeit ist es echt so, weil entweder es kommt mir so vor, als würde ich weniger Epics bekommen. Entweder habe ich vorher mehr Glück gehabt oder ich habe jetzt mehr Pech oder ganz einfach die Epic-Sache bzw. die Epic-Drop-Chance im Laden wurde verringert. Ich kann es euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall kommt es mir seitdem wirklich so oft, dass Epic-Gewinn kommt, kommt es mir wirklich so vor, dass weniger Epics im Waffen- und Zauberladen sind. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, aber mir kommt es halt so vor. Ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungen da reinposten. Hier haben wir ein schönes Epic, was wir auf. Oh, das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. Das nehmen wir. Oh, ist das geil. Oh, das ist ein geiles Ding. Vielleicht jetzt noch. Also am liebsten würde ich noch einen Ring oder irgendwie sowas in der Art nehmen. Lieber im Waffenladen. Das wäre mir irgendwie lieber. 219 Pilze. Hier haben wir noch ein paar Tränke. Die können wir natürlich dankend annehmen. Aber die Tränke bringen uns nicht ganz so viel, weil die bekommen wir auch so und die Epics nicht. Hier wieder ein Trank. Ja, komm, nehmen wir mit. Ist ja kein Problem. Hier haben wir wieder einen Stärketrank. Nehmen wir auch mit. Hier haben wir was. 225 wieder alle Attribute. Ist ein bisschen blöd, so viele alle Attribute Epics. Müssen wir trotzdem nehmen. Wir haben leider keine andere Möglichkeit. Oh, hätten wir das vielleicht uns lieber unserem Begleiter geben können? Ich weiß es nicht. 212. Ich würde sagen, wir blättern noch bis 200 Pilze und die 200 Pilze werde ich dort behalten. Behalten. Und dann ist das Ganze gut. So für die Tränke des ewigen Lebens und alle für keine Pilze. Für Pilze, was ist denn das? Alle für keine Pilze wäre ziemlich cool. Der auch für Pilze? Ja, schade. Schade, schade. Schade. Mist. Dachte schon. Ich dachte schon. Was bekommen wir hier raus? Crab und Crab. Und noch mehr Crab und Crab und noch ein Trank hier. Gehen wir runter auf 199. Hat sich nicht gelohnt. Wir bekommen nur einen Trank. Besser wie nicht. So, den Rest werden wir dann nochmal im Dungeon bzw. im Turm hier unseren Kollegen geben. Der kann natürlich das hier gebrauchen. Der kann das hier gebrauchen. Ein Schild kann er leider nicht tragen. Das kann er auch gebrauchen. Was können wir dafür noch ins Klo schmeißen? Das, 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 das. Also haben wir drei wunderbare Epics, die wir ins Klo schmeißen können. Das restliche Gold werden wir verskillen und zwar auf Stärke. Moment, haben wir die Begleiter hochgezogen? Jetzt ist es eh zu spät. 215, ich habe nicht drauf geachtet. Ja, die sind okay. Und vielleicht nun nach einem Arena-Kampf. Arena-Kampf. Könnten wir vielleicht etwas anrichten? Wie gesagt, wir haben nur ein bisschen geblättert. Ich hoffe mal, das ist akzeptabel für euch. Und ihr rastet nicht gleich hier völlig durch und schreit nur: Lasst übers 12.000 Pilze raushauen. De-Abo, Dislike, Flame. Und er mit seiner verdammten Spaßbremse. Aber, der kann fallen. Der Kollege kann fallen. Aber er schießt halt mit Torten. Und Torten sind doch ziemlich böse. Da fällt er auch. Sehr schön. Und da kommt ein neues Epic für unseren Kundi. Das kann er sogar gebrauchen. Sehr schön. Oh, wer ist das denn? Das ist aber ein kleiner lieber Kater. Darf ich dich töten, Kater? Ich mag dich nicht. Dankeschön, Kater. Und wir bekommen Toilettenpapier. Juhu! Das wollen wir alle haben. Also kann das weg. Das kann auch weg, weil wir das leider nicht ins Klo schmeißen können. Also Epics aus dem Turm können wir leider nicht ins Klo schmeißen. Jetzt läuft's doch hier. Es läuft doch. Oh, der kann auch fallen. Und er fällt auch. Sehr schön. Da habe ich Handschuhe gesehen für Magier. Die bekommt auch 36, 69, obwohl. Die nimmt er trotzdem. Die haben mehr Rüstung und da kommt Pinocchio, Alter, mit seiner langen Nase.
Mit was wirft der? Der hat ein Holzschwert. Okay, ist natürlich auch logisch. Und er fällt auch. Pinocchio ist auch down. Wir haben eine Glückswaffe, die sehr viel Damage macht. Die macht viel mehr Damage wie die, die mein Kollege, mein Magier-Kollege im Turm hat. Oh mein Gott. 3x3 Wünsche. Sehr schön. Schaffen wir die auch noch. Wir haben so viele Turmetagen gerade geschafft. Das ist ziemlich OP, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, die ist ein bisschen härter. Gucken wir mal. Oh, schaffen wir auch. Da haben wir eine Waffe. Sehr schön. Eine neue Waffe. Eben die Glückswaffe ausgetauscht. Und da kommt der gestiefelte Kater. Ach, ich liebe den gestiefelten Kater. Der ist einfach nur ziemlich OP. Moment mal eben. So, sind wir wieder. Ich muss gleich eben kurz Pause machen. Tut mir leid. Schaffen wir den verkaterten Stiefler noch? Nicht den gestiefelten Kater, sondern verkaterter Stiefler natürlich. Copyright-mäßig darf man das Ganze nicht. Oh, der kann ja auch noch fallen. Der ist so süß und kann auch noch fallen. Ich glaube, wir verbraten gerade im Turm mehr Pilze wie im Blättern. Aber egal. Oh, sehr knapp. Sehr knapp, obwohl ich ihn eigentlich die ganze Zeit sehen würde, weil der ist einfach nur stylisch. Also wenn der nicht episch aussieht, dann weiß ich auch nicht. Einen Try machen wir noch. Oh, das kann sein. Ich glaube, das ist es. Verdammte Scheiße, warum fällt der nicht? Jetzt vielleicht? Sehr schön. Und wieder ein neuer Bogen. Das gibt's ja gar nicht. Ups, das ist ja ein Bogen für einen Kundi und kein... Ja, Entschuldigung. So, ziemlich gut. Dann bekommt der Kundi auch ein bisschen Damage. Jetzt kommt die Kollegin hier. Was ist denn mit der los? Mit der Doro. Mrs. Doro, könnten Sie denn mal hier umfallen? Ich möchte gerne Ihre roten Stiefel nehmen und sie ihn gerne in den Mund stecken und reinpissen. Nee, die will noch nicht. Das ist aber okay. Wir haben einiges geschafft. Wie man das vielleicht sieht. Sieht man das hier? Nein. Wir haben sehr viele Turmetagen geschafft, sind jetzt bei Turmetage Nr. 17. 17% mehr Goldbonus und das war ein richtig gutes Rumgemetzel im Turm. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet, kommentiert und weiterleitet. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage nice und ciao, ciao.